der Landtagsfraktion ganz in Tradition von Gerald Weiß wieder ins Leben berufen können. Und ich werde die Spitzenkandidatin der CDA, sofern ich heute ihr Votum bekomme, die Spitzenkandidatin des CDA-Landesverbandes für die Landtagswahl sein. Er gehört zu unserer Region. Er ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und der größte Arbeitgeber. Gleichzeitig allerdings, seien wir ehrlich, verursacht er Lärm. Dieser Lärm muss weniger werden. Hierfür werde ich mich stark machen, denn hier ist auch das Land gefordert. Es ist gefordert, Maßnahmen des passiven und aktiven Schallschutzes umzusetzen. Sei es, Gelder zur Verfügung zu stellen für die Kommunen und für die Häuslebauer, damit sie Schallschutzfenster einbauen können, wie jetzt ja durch das neue Regionalfondsgesetz schon ab 2013 erfolgen kann und nicht erst ab 2016. Oder mit Druck auf die Fluglinien, damit hier leisere Maschinen starten. Neben allen anderen Qualitäten, die ich, glaube ich, mitbringe, aufzeigen. Ich habe nach meinem Abitur und nach meiner Ausbildung 15 Jahre als selbstständiger Kaufmann gearbeitet und in dieser Zeit habe ich dieses tägliche Leben kennengelernt. Ich habe gelernt, Verantwortung für Mitarbeiter zu tragen, Verantwortung für Auszubildende zu tragen und auch schwierigen Auszubildenden in das Berufsleben reinzuhelfen. Das war nicht immer erfolgreich, aber ich kann schon sagen, dass ich es bei 4 Stück im Laufe der Jahre geschafft habe, die keine guten Startbedingungen hatten. Diese nicht ganz so optimalen Startbedingungen habe ich eigentlich auch selber mitgebracht. Ich komme ursprünglich aus einer Arbeiterfamilie und meine Eltern hatten leider eigentlich nicht das Geld, mir die Ausbildung zu ermöglichen, die ich haben wollte. Ich habe mir mein Abitur mit Arbeit neben der Schule selbst erarbeiten müssen, bin über den Realschulabschluss zum Gymnasium gekommen, was aber zeigt, dass auch schon vor über 20 Jahren die Möglichkeit bestand, durch ein mehrgliedriges Schulsystem, was wir immer noch befürworten, durchaus einen angemessenen und guten Bildungsabschluss zu erlangen, wenn man den denn erreichen möchte. Das ist vollkommen egal, ob das auf kommunaler Ebene, Landesebene oder Bundesebene ist. Das sollten wir immer berücksichtigen. Als Vater von mittlerweile 3 fast erwachsenen Töchtern habe ich sicherlich vor allen Dingen eins gelernt, das ist Gelassenheit und Bodenhaftigkeit. Ich kann Ihnen sagen, 3 pubertierende Töchter ist eine aufregende Geschichte, in der man am wahren Leben teilnimmt.